Jetzt stehe ich auf Steg und das ist von Wasserseite ganze Hotelanlage mit Sandstrand. Das ist das zweite Steg, kann man hier auch liegen. Und hier ist natürlich Unterwasser-Weltparadies. Hier man sieht schon, wie schöne schwarze Fische hier schwimmen. Sandfische auf Boden liegen. Richtig, richtig schön. Das ist zum Beispiel Nachbarnstrand, sehr schöner Strand, aber leider hier ist kein Hotel, hier ist alles wild. Hier kann man zum Beispiel Pferde reiten und Kamele reiten, direkt am Strand im Wasser. Also richtig, richtig schön und das kostet 10 Dollar, ungefähr 8 Euro. Für 8 Euro kann man hin und her Pferde reiten oder Kamele reiten, direkt am Strand. Anlage, wie gesagt, sehr sauber. Ich wiederhole nochmal, weil für deutsche Leute sehr wichtig, dass Sauberkeit geht vor. Und hier ist wirklich sehr sauber. Sand wird jeden Morgen früh und jeden Abend gereinigt. Die Anlage sauber, die Fliesen wird gewaschen. Also sehr, sehr, sehr schön. Und sehr, sehr sauber. Für Ägypten, das ist vielleicht nicht normal. Das alles sehr sauber ist. Hier sehr viel Fischen wieder. Korallen, Fischen. Ja, wie klein Aquarium. Und das, man braucht keinen Ausflug fahren. Man kann, hallo. Ja, man kann gleich, wie gesagt, hier schon tauchen, kostenlos, ohne Ausflüge. Hier ist am Rand schwarze Igel, Korallen, Fischen, Thunfisch, also viele, viele Fischen kann man sehen und wie gesagt, hier ist wunderschön und sauber, sauber, sauber. Ich gehe jetzt tauchen, ein bisschen Fische gucken, Unterwasserwelt gucken. Das gegenüber ist auch unser Steg. Wie gesagt, da ist wie Zelt aufgebaut. Kann ich versuchen, das vielleicht größer nah machen. Wie so kleinen Zelten aufgebaut, windgeschützt. Die sind kostenfrei. Sehe, welche Matratze drin liegt mit Bettzug, mit plüschligem Bettzug. Sehr plüschlich, gemütlich, sauber und sehr, sehr schön. Einzigste ist, heute ist leider ein bisschen bewölkt, aber trotzdem für Februarmonat, 18. Februar, wir haben 25 Grad im Schatten gemessen, Meerwassertemperatur ungefähr 21 Grad, 22 Grad, zwischen 21 und 22 Grad, also baden kann man ohne Probleme, man friert nicht. Pool ist 30 Grad, 28, 30 Grad aufgeheizte Pool. Im Pool, wie man hört schon, immer vor Mittagessen, immer irgendwelche Animationen. Also man langweilt sich überhaupt nicht. Wer war schon in die Türkei, dann weiß ganz genau, in die Türkei, Türken machen sehr, sehr viel Animationen und alles Mögliche. Aber ich muss Ihnen sagen, hier ist dieses Hotel am Tag, ist mehr Animation als in die Türkei. Mehr Möglichkeiten, was zu machen, als auch in die Türkei, in 5-Sterne sogar Hotel und am Abend in die Türkei, wie gesagt, auch so wie in Ägypten, in diesem Hotel, sehr, sehr schöne Animation. Im Flur wird Geige, Live-Musik gespielt, beginnt Abend mit Kinderanimation. Und nach Kinderanimation beginnt dann für Erwachsenenanimation, auch geht nicht lange, man hört die nicht, wenn sie zum Beispiel in diese Hauptgebäude, sie hören das überhaupt nicht, dass Animation irgendwo laut schreit oder irgendwas. Also ist eigentlich alles so, alles hier geplant, das hört man
gar nichts. Wenn man trotzdem will, nicht zur Animation geht und will seine Ruhe haben, kann man auch wohl Ruhe auch genießen. Jetzt kommt wieder langsam Sonne raus. Heute ist halt so. 10 Minuten Sonne, 10 Minuten keine Sonne. Schauen Sie mal, was hier ist. Die Fische sind überall. Jemand hat Brot geschmissen. Und da sehen wir, wie viele Fische schon unter Wasser. Verschiedene Farben sind schwarz, weiß, schwarz mit weiß, schwarze Igel. Die sind hochgiftig, muss man aufpassen. Und verschiedene Farben, Fisch wie Aquarium, gelbe Fisch, alle verschiedene Farben. Ist richtig, richtig wunderschön. Ja. Ich gehe jetzt auch baden wie den Mann, ein bisschen tauchen. Ja, heute ist windfrei, haben wir nur 14 oder 11 km, also nur ein bisschen, ganz angenehm, nicht kalter Wind. Und dieser Strand, wie gesagt, gleich hier, Leute, da schon Pferde reiten. Da wird Pferde geritten. Kann man schneller, kann man langsamer, wie jemand möchte. Aber wie gesagt, das kostet nur 10 Dollar, 8 Euro und so weiter. Überall ist Bademeister, überall wird aufgepasst, das ist auch sehr gut. Ist Ordnung hier eigentlich auch groß geschrieben.